Schönen guten Mittag. Da ist wieder die Ruth. Die Ruth Aschelier von Simply You für mehr Lebensqualität. Und es geht wirklich um dich. Und heute möchte ich dir noch so zum Abschluss oder zur Abrundung des Themas Ernährung ein paar Dinge geben. Das heißt, Dinge geben, wenn du wissen möchtest, was ich darüber denke, wie man eben gut vorbereitet sein muss, genau wie zu einer Sitzung im Geschäft. Weil wenn es um uns geht, dann haben wir immer Ausreden. Ich nenne das dann schon, ich abere noch. Weil wenn ich weiß, dass ich morgen oder nächste Woche ein Projekt vorstellen muss, dann bereite ich mich vor, ich komme gut an die Sitzung. Ich kann jedem genau sagen, wie, wo, was, warum und überhaupt und wie wir was tun. Und wenn du jetzt mehr wissen willst, dann bitte bleibe dran. Und für alle, die mich noch nicht kennen, die hoffentlich irgendwann mal persönlich kennenlernen, würde mich sehr freuen. Dann geht es heute nochmal um die Stoffwechselkur. Und ich möchte dir mal ein paar Fakten. Ich mache jetzt heute ziemlich viele so unbezahlte Werbung, Schleichwerbung, was eigentlich nicht gestattet ist. Aber was soll's. Im Beobachter gibt es ja diesen super guten Artikel zum Thema Food. Und wenn ihr mal so ein bisschen online geht und mal irgendeinen Begriff eingibt, ihr macht so Augen. Echt. Und bei mir, glaube ich mag's pragmatisch, nicht dramatisch und alles Fanatische ist mir, bleibt mir vom Leib. Und was ich heute die ganze Zeit erzählt habe, jetzt über die Tage, über die Stoffwechselkur, hat nichts mit Fanatismus zu tun. Diese ganze Geschichte geht, die 21 Tage Stoffwechselkur oder HCG-Diät, wie man sie nennt, geht über drei Phasen. Sie geht über zwei Ladetage, sie geht über 21 Tage, da tun wir auf einiges verzichten und dann über 21 Tage wieder uns dran gewöhnen, dem Körper zeigen, fragen, Antworten finden, was ist gut für mich, was tut mir gut, was verträgt mein Körper, was verträgt er nicht. Und da sind wir ja gerade mal so beim Thema, was vertrage ich nicht. Man weiß heute, dass die allermeisten Krankheiten oder die Verzicht, weil man glaubt, auf etwas allergisch zu sein, nicht stimmen. Es ist etwa 1%, die wirklich auf Gluten schlecht reagieren und es sind etwa 15-20% auf Laktose. Ich zum Beispiel trinke Kaffee schwarz, weil wenn ich Milch reinmache, dann ist mir immer so ein bisschen komisch, das ist auch vor Jahren schon. Und warme Milch vertrage ich zum Beispiel überhaupt nicht, schon als Kind. Die Oma wollte immer, dass ich da was reinmache, weil der Kaffee sonst kalt ist. Aber das ist wirklich die Ausnahme. Alles andere ist bei mir kein Thema. Was aber ein Thema wird, wenn man so diese Fakten, ich tue sie da ablesen, weil ich habe niemanden, der mir den Prompter laufen lässt. Es ist zum Beispiel, wenn du Detox eingibst, sind das 15,4 Millionen die diesem Begriff nacheifern. Dann ist das Clean Eating, das sind 45 Millionen. Dann haben wir das Eat Raw, also die Rohkost, das ist 0,1 Million. Dann haben wir das Low Carb mit 17 Millionen. Intermittent Fasting, das sind 2,7 Millionen. Vegan, 82,1 Millionen. Dann haben wir laktosefrei 1,1, glutenfrei 27 Millionen und dann gibt es noch da die Sugar-Free und dann gibt es noch die Paleo. Also hat es überall Millionenfolger. Und die Stoffwechselkur hat damit rein nichts zu tun. Es geht wirklich darum, das limbische System, da hat so eine kleine Erbse, das ist der Hypothalamus, dem wollen wir einen neuen Setpoint geben. Und Abnehmen ist die eine Geschichte mit der Stoffwechselkur. Es geht aber primär darum, dass du mehr Energie hast, dass du wirklich vitaler bist. Und in diesen, sagen wir mal, 2x21 Tagen lernst du ganz, ganz viel über dich selbst. Und der Start ist eine Geschichte und das Ende ist
noch wichtiger, wie man dann aufhört. Aber gut vorbereitet sein, das heißt, Und ich rate dir jetzt, tu alles essen, was irgendwie verlockend ist. Wenn du auf Schokolade nicht verzichten kannst, auf deine Chips nicht verzichten kannst, auf deine, was auch immer du zu Hause hast, iss es jetzt. Wir starten am 18. Du bekommst einen ganz klaren Plan, wie wir das machen. Wir unterstützen uns gegenseitig. Und wenn du nur meine Hilfe möchtest, mein Coaching selbstverständlich auch kein Thema. Also wir verzichten in diesen 21 Tagen auf Zucker, Fett, Kohlenhydrate und Alkohol. Wir trinken ganz, ganz viel Wasser. Ich nehme jetzt gerade noch einen Schluck. Wir trinken ganz viel Wasser und optimieren damit unser ganzes System. Und wenn du die Ernährung als Genuss siehst, nicht als eine neue Religion oder irgend so ein Wahnsinn, wenn du sonst nichts mehr hast, dich nur noch darum kümmerst, dass du zum Beispiel dein Sozialleben verlierst, weil man mit dir nicht mehr essen gehen kann, weil du nicht mehr genießen kannst. Aber diese 21 Tage versuche, dich allen Versuchungen fernzuhalten. Also mach's nicht wie Anfang des Jahres, wenn du dir alle tausend Dinge vornimmst. Ach, ich tue jetzt mich ein bisschen mehr um den Sport kümmern, kaufst dir ein Abo, ein teures Jahresabo, dann gehst du vielleicht am Anfang viermal die Woche hin, dann zweimal und wahrscheinlich zwischenzeitlich gar nicht mehr. Weil du niemanden hast, der dich motiviert. Und das wollen wir nicht. Wir motivieren uns gegenseitig. Ich werde auch da so diese Menüvorschläge, ob ich dann das Video mache, ist ein bisschen schwierig, Kochen und Video gleichzeitig, aber ich werde bestimmt verschiedene Rezeptvorschläge euch präsentieren. Ich werde sie auch, wie ich das zum Beispiel mache, weil wenn man zur Arbeit geht, ist es ja immer ein bisschen schwierig. Das heißt, wenn du bis jetzt am Mittag Takeaway genommen hast oder in die Kantine gegangen bist, dann kannst du bestimmt da eine Lösung finden oder fragen, kannst du mir bitte das Stück Fleisch ohne Fett zubereiten und nur Gemüse ohne Butter oben drüber? Da brauchst du ein bisschen Vorbereitung. Wenn du aber das mitnehmen willst von zu Hause, ist das wichtig, dass du zum Beispiel am Abend so etwas kochst, dass du am anderen Tag auch noch was hast oder einfrierst. Und solche Tipps werde ich euch dann sagen, wie es einfach geht. Aufwärmen in der Mikrowelle, da bin ich so ein bisschen, naja, ich benutze das Teil Mikrowelle zum diese grünen Schwämme da in der Küche zum Abwaschen oder Zahnbürsten oder so mal da rein und dann sind sie bakterienfrei. Was das mit dem Essen macht? Naja, nicht so ganz. Ja? Und was ganz, ganz wichtig ist jetzt echt, wir brauchen für diese 21 Tage Stoffwechsel, brauchen wir Nahrungsergänzung. Ohne geht's nicht, weil dann kommen wir genau in diesen Mangel rein, in dieses das Fanatische und uns selber wirklich kasteien und sagen, oh, das darf ich nicht und das darf ich nicht und nein, das soll ich nicht und so. Und wir werden dann total, also ich auf jeden Fall. Essen geht bei mir über den Magen und es ist ein Genuss und ein Genuss für Körper, Geist und Seele. Okay, was wollte ich euch sonst noch so sagen? Habe ich, glaube ich, alles gesagt? Ah ja, so ein Witz von einer Kollegin von mir. Sie macht immer Ramadan, sagt sie dem, im Februar. Und zwar da trinkt sie null Alkohol. Weil das ist der kürzeste Monat und wenn sie sich vertut, dann muss sie noch etwas länger. Ihr seht, es ist Sommer. Ich wollte raus, aber irgendwie ist es heute draußen zu laut und es ist immer noch ziemlich frisch. Wasser habe ich gesagt, heute Abend. Ich schreibe den Zoom-Link gerade hier unten drunter, respektive am Titel. Da könnt ihr euch einwählen.
Wir stellen alle Produkte vor. Das machen wir nicht hier, weil das, wir tun die Produkte nicht öffentlich vorstellen. Und dann gibt es dann da auch so ein paar Tipps von mir. Wenn du jetzt schon mal einkaufen gehst, schau, dass du fettfreie Bouillon hast. Gibt es übrigens in der Migros. Dann gibt es da so ein paar Tricks, da so eine Nudel. Und diese Nudeln, die haben 9 Kalorien per 100 Gramm. Das ist so mein Notpaket, wenn ich dann wirklich, kann man ja essen, keine Kartoffel, kein Reis, nicht so während diesen 21 Tagen, das Gefühl habe, ich brauche noch was dazu, ist das eine gute Sache. Gibt es beim Großverteiler. Dann, wenn du jetzt einkaufen gehst am Wochenende, besorg dir schon mal zum Beispiel Senfpulver oder du kannst den Dijon-Senf. Schleichwerbung. Tommy, der hat es ohne Zucker. Schau, dass du schon mal alles, was du irgendwie zum Kochen brauchst, du kriegst dann noch eine Liste, wenn du dabei sein möchtest. Und schau dich einfach um in deinem Schrank, bevor du jetzt dieses Wochenende einkaufen gehst, was du alles hast, was du vielleicht schon lange aufbrauchen solltest. Und wie am Anfang gesagt, alles, man führe mich nicht in Versuchung. Das esse ich jetzt. Okay. Wenn du Fragen hast, bitte schreib sie unten rein. Ich beantworte sie gerne persönlich oder dann hier in einem späteren Zeitpunkt. Wann alles auftaucht, wie soll ich was, werde ich das hier beantworten. Und du weißt, ich bin die Ruth und ich bin ein Coach für mehr Lebensqualität. Und von mir bekommst du, was du wirklich brauchst. Ja? Mehr Lebensqualität. Und es gibt kein richtig und es gibt kein falsch und es gibt kein gut und es gibt kein schlecht. Aber es gibt diese 21 Tage Stoffwechselkur. Und die kannst du überall nachlesen, was das ist. Oder du folgst einfach mir und fragst mich. Ich habe sie schon zweimal gemacht. Das ist wunderbar. Und ich kann wieder tanzen und Skilaufen und ich kann meine Hände wieder brauchen. Und ich würde sagen, ich bin mit mir super zufrieden mit meinen Ü60. Okay? Hab einen schönen Tag, guten Appetit und bitte Fragen, 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 Fragen und liken. Und wenn irgendjemand dabei sein möchte heute Abend, das ist um 21 Uhr, wird gemacht von der Uli und von der Sandra vom Stoffwechsel Kur Zürich. Und da bin ich Operating Partner und bin das selbstverständlich auch mit dabei. Und jetzt ein Gute und Tschüss.